Warte, jetzt. Ja, genau. Dauert jetzt wieder einen Moment, bis wir wieder zurück sind. Ey, wie qualmt der Heli? Ja. Dann kannst du hier langsam runtergehen. Gelandet. Ja, gut. Ja, gut, der Hut schwapp, schwapp. Kann man auch die Ausdauer trainieren. Durch Schwimmen kannst du es eigentlich am besten oder durch Boxkämpfe? Ja, wir laufen aber ein bisschen Jogging. Ihr lauft jetzt nicht das Stück von hier hinten bis nach Hause, oder? Genau. Jetzt. Wir joggen das Stück. Ich kenne da so eine Abkürzung. Stopp! So langsam wie das Ding hier fährt, sind die bestimmt noch sogar nur zu Fuß noch. Sind wieder. Schon an der Spielhalle. Also, okay. Na gut, seid wahrscheinlich nah geflogen. Ja, wir typisch, brauchen. Typisch. Wir brauchen noch ein bisschen, bis wir dann irgendwann mal da sind. Ne, das sind Männer, die brauchen länger. Wir haben noch 2,3 Kilometer. Ja, ich habe leider nur so einen ollen VW-Bus gefunden. So eine Rostlaube, ja. Aber das Ding, das macht doch Laune, wenn du den einfach tunst. Da geht der eigentlich gut. Von dir? Nein, das ist nicht meins. Hast du das gerade gesehen, Kev? Die nehmen sich sogar gegenseitig die Vorfahrt. Ja, ja, ich habe schon mitbekommen. Das ist grauenvoll, was die NPCs hier fahren. Also ich habe da teilweise nur ein GTA 5 gehabt. Die alten GTA-Teile sind nicht so krass. Weißt du, dann stehen die ineinander und dann hupen die sich die ganze Zeit an, weißt du? Oder hauen sich, oder steigen aus und hauen sich dann immer einfach auf die Fresse. Na, typisch Amerika. Ja. Aber das möchte ich immer mal machen, auf jeden Fall. Ich möchte mich immer auf jeden Fall mal hier mal irgendwann eine Nachtdings fliegen. Nach Los Angeles. So, ist wieder einer dazugekommen hier. Ne, ist kein einer. Ja. Mein Auto steht mit einem Löwen. Ah gut, die zwei sind eine Crew da hinten, oder? Ja. Wie denn? Indem du deinen Mechaniker anrufst. Ja. Also ich hab Mechaniker. Wenn das Auto kaputt Alter. Ist, dann musst du mal das Mädchen anrufen. Sowas liebe ich ja, wenn man selber versucht, immer Rücksicht auf Nachbarn zu nehmen und die anderen fangen um mittags und am Sonntag an zu bohren. Das ist natürlich. Da dürfen sie ja eigentlich nicht. Sonntags ist eigentlich verboten. Sind derzeit in ein Gespräch ernsthaft. Upsi. Hey. Ich wollte nur parken. Oh ja. Ja, stirb, verreck. Sterbi. Oh, Thomas, jetzt hast du. Das ist so typisch, Kev, ja. Kaum ist man der Chef, wollen die Mitarbeiter, dass man stirbt. Ja, das ist geil. Ja, richtig so. Kannst komischerweise nur in meinen Apartment zurückfahren, okay. Jetzt steht mein Auto da vorne jetzt. Ich frag grad. Warum steht jetzt immer so weit weg? Ist auch eine Frage, ne? So, what was it? Oh yeah.
Kontrollenroute. Yvonne? Ja. Willst du rein? Oh Gott, was ist das für ein ekliges Gesicht, ey. Immer. Wie geht dich nach Pillbox Hill? Wir brauchen noch unser Kühn. Ja, wir brauchen unsere lebenskillende Force, ne? Unsere Tabletten. Entschuldigung, ich hatte Weg. So, jetzt machen sich als NPC keine Gedanken mehr mit dem Auto. Ich hab noch mehr so Spielzeug. Ich hab doch so ein Halbkettenfahrzeug oder so. Ja, der ist eigentlich ganz gut. Ja, sowas Unauffälliges. Malamarschig. Ja, und? Dafür hat der gut hat er ein bisschen Feuergewalt. Mit dem Geschütz, ja. Ah, ich fahr jetzt mit dem Insurgent. Wir gehen dann so in die App. Hast du gelesen, Kev, keine Aufmerksamkeit der Regen. Also aus dem Aufsteigen, okay. Weiche den Wach beim Treffen aus und benutze das Kennzeichen. Unauffällig bleiben? Ich sag unauffällig und Markus rennt natürlich wieder rein. Genau wie bei Kev mit hier bleiben Sie unentdeckt, ne? 06AJB815. Hä, wer hat denn jetzt die alarmiert? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer das war. Ich bin ganz normal gelaufen. Ich auch. Ich war's nicht. Ja, ist auch egal. Alles gut. Guck, dass ihr bitte die Autos nicht hochjagt. Ich sehe nur noch einer. So, jetzt. 06. 06 AJB 815. Habt ihr schon was? Ich hab noch nichts, nein. Die sind frei, das sind die nicht. Baby hat das Auto. Baby hat das Auto. Okay. Mach ein Foto vom Wachplan. Wann? Ja, ich hab hier die Hand im Visier von jemandem. Ich hab's schon. Ach, ich kann's auch noch schicken. Bisschen Platz schaffen wir. So, jetzt weg hier. Okay, alle Mann haben Auto, dann tschüss. Naja. Ja, besser da einsteigen, was am nächsten dran ist. Ich fahre hier in den Tunnel rein. Ich fahr gerne mal Auto fertig. So, ich bin auch in einem Tunnel drin. Da kam der Zug noch entgegen. Jetzt können wir Kaffee trinken gehen. Da passiert nichts. Bis die Cops weg sind. Na. No. Ja, kein Problem. Die suchen sich dumm und dämlich. Sollen sie machen. Sind weg. Bei uns noch nicht. Bei uns noch nicht, wollte gerade sagen. Was los, kommst du nicht raus? Ich komme raus. Ich hab dir sogar geholfen. Jetzt ist auch weg. Das hat sie gesagt. Zundesteuern, ne? Hä? Ist euch klar, ne? Von hinten kostet es Zundesteuer. Ja, ich geb dir gleich Untersteuer.
Und von vorne Kindergeld. So. Bessere ein Lüftung. Schönes Auto. So. Okay, ein Konkurrenzkampf hat begonnen. Begib dich in die Grand Banks Stahlgießerei. Stehe die Güter, okay. Ist das ja schon die nächste Mission? Ja, ne? Nein, das ist irgendein Event für einen Modus. Das ist eine Lobby-Mission. Okay. Güterjagd. Wir sind immer noch ganz normal in der Lobby, Captain. Das weiß ich. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie der nächste Teil schon gewesen. Lobby macht hin und wieder normale Mission. Hm. Da wäre ich aber fix, wenn das schon die nächste Mission wäre, Kev. Muss jetzt erstmal hier den Weg wieder auf die Straße, jetzt habe ich. Das war ich nicht. Der Brett ist schon auf und er fliegt da sonst rüben. Ich wollte eigentlich mitnehmen noch, ja. Meinst du im Auto oder auf der Motorhaube? Ich wollte sein Auto eigentlich wegrammen. Also der ist ja schon ein bisschen demoliert, was er da hat. Mama hat mir verboten, mit Fremden mitzufahren. Ja, egal. Ich darf nur ihre Süßigkeiten annehmen. Das war ein Motorrad. Man muss doch immer hören, was die Mama sagt. Naja, ist klar. Die Mama kriegt immer den Papa wieder ruhig. Wenn so ein Mann Mist baut. So. Kommen wir zurück zur Spielhalle. Wieso fährst du dran vorbei? Weil hier so ein Event oder was auch ist. Ich weiß nicht, was mit dem Polizeiwagen hier ist. Ich glaube, wir müssen den Polizeiwagen irgendwie klauen oder so, ne? Ich dachte von da aus, wo ich gerade stehe. Au! Au! Vergießerei muss man wegen dem Paket. Ja, aber das ist ja nicht unsere Mission. Ich mache jetzt gleich Mission. Das ist dann auch die letzte Vorbereitung. Okay.